Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu This is the Police. Okay, so, wir haben von den Birch. Ich bin zu müde, ich kann kaum geradeaus gehen. Kann ich nach Hause gehen? Ja, natürlich kann er das. Ja, aber kommen Sie morgen wieder? Ja, ja, kann er erstmal. Weil er ist wirklich sehr, sehr müde. Das sieht man ihm auch an. Wir können hier jemanden befördern. Das finde ich eher ganz gut. Wir haben momentan nur für Schicht A. So, wir beginnen den Tag. Nein, ich möchte keine Musik aussuchen. Um Gottes Willen. Moment. Einmal das Mikrofon anders stellen hier. So, ja. Ach du Scheiße. Stadtverwaltung. Gehaltserhöhung. Die Stadtverwaltung kann ihrer Anfrage derzeit nicht nachkommen. Das war klar. Okay. SWAT-Verbesserung kann nicht nachkommen. Freie Stelle, Detective kann nicht nachkommen. Und Polizist-freie Stelle kann nicht nachkommen. Super. Da freut man sich doch. Bauernhof. Was ist denn hier mit der... So, mit dem Mikrofon. Ich muss mal gerade eben ein bisschen gucken mit dem Mikrofon, weil ich das jetzt irgendwie hier anders hingestellt habe, dass das jetzt auch nicht zu laut oder zu leise ist von der Aufnahme her. Okay, unerlaubtes Betreten. Bauernhof. Bill Buckler berichtet, dass sich zwei unidentifizierte Männer auf seiner Farm geschlichen und die Scheune in Brand gesteckt haben. Zur Zeit seines Anrufs versuchen die Verbrecher gerade, sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Oh, da müssen wir schnell eingreifen. Da können wir drei Stück hinschicken. Dann nehmen wir mal hier die beiden. Die drei meine ich. Denn das scheint sehr wichtig zu sein. Kriegen sie auch wieder ein bisschen Erfahrung. So. Momentan kommt auch nichts. Doch, da. Diebstahl. Everyday Einkaufszentrum. Ein Drogensüchtiger hat versucht, eine Flasche teuren Alkohols unter seiner Jacke zu verstecken. Als er erwischt wurde, bekam er einen Wutanfall. Ja, da kommen, da schicken wir die beiden hin. Fertig. In der Nähe des Hauses befindet sich keine Spur von Verbrechern. Die Eingangstür des Hauses ist aufgebrochen worden. Im Inneren ist es dunkel. Oh, kommt mit erhobenen Händen heraus. Durch die Vordertür hineingehen, zur Hintertür gehen. Ich würde sagen, kommt mit erhobenen Händen heraus. Ja. Beamten unversehrt, super. Sehr schön. Ach ja, der ist ja tot. Das haben wir ja jetzt erstmal so gemacht, dass das keiner mitkriegt, dass der tot ist. Arbeitsmarkt können wir ja eh nicht machen. Rückstand, Mafia-Auftrag, Christopher G. Die Helden beschützen. Ah ja, okay, das ist genau, das war das. Die rote Maskengang auslöschen und... Wir müssen Birch gucken, dass der auf jeden Fall zum 27. Juli am Leben bleibt. Also noch zwei Tage muss der auf jeden Fall am Leben bleiben. Okay, was haben wir denn an Ermittlungen? Die Brandstiftung, was hat die denn jetzt ergeben eigentlich? Da möchte ich gerne die Details einmal sehen. Da haben wir nämlich noch mehr gekriegt. Okay, wir lesen erstmal vor. Wir haben ja jetzt, glaube ich, genug. Der Vorfall ereignete sich während der Vorführung des Jim Jarmusch-Films Stranger Than Paradise. Die Leinwand ist ruiniert und einige der Gäste haben in der Panik leichte Verletzungen erlitten, aber zum Glück wurde niemand verletzt. Okay, achso. Das ist die Platzanweisung. Ich erinnere mich an eine junge Frau mit rotem Haar. Ich habe ihr noch Beginn der Vorführung eine Karte verkauft, obwohl ich das normalerweise nicht mache, aber sie war einfach sehr nett. Mir ist aufgefallen, dass sie eine Flasche dabei hatte, aber ich dachte, das wäre Limo drin. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass so eine nette junge Lady mit harten Stoffen in einen Film geht. Okay. Ja, wir haben jetzt erstmal Stranger Film of Paradise. Dann haben wir das ist eine Frau mit roten Haaren und einer Flasche. Sie war ja sehr nett, das heißt, da würde das Bild eigentlich passen. Okay, dann haben wir
Ich saß in der letzten Reihe. Ein paar Minuten nach Beginn des Films habe ich gehört, wie jemand den Saal betrat und die Tür laut zufallen ließ. Ich wollte noch etwas sagen, weil ich es nicht mag, wenn mich jemand von dem Werk von Jim Jarmusch ablenkt. Dann habe ich die ersten Flammen gesehen und eine brennende Flasche, die direkt auf die Leinwand zusegelte. Das müsste ja dann das gewesen sein. Als die Leinwand Feuer fing, dachte ich, das wäre Teil der Vorführung. Wissen Sie, was ich gehört habe? Dieser Jim Jarmusch ist ein Geisteskranker. So, als das Feuer begann, habe ich mich sofort nach dem Weg nach draußen umgesehen und da habe ich sie entdeckt, diese Rotary-Idiotin. Sie ist schnell weggerannt. Ich hatte keine Zeit, um etwas zu unternehmen. Okay, gut. Schnappschuss entfernen. Die können wir nicht entfernen. Upsala, nee, das wollte ich so nicht. So, wir wollen jetzt das erstmal ich würde das jetzt gerne hinzufügen. Wie geht das denn? Nochmal. Ich habe das jetzt die ganze Zeit vergessen, ey. Schnappschuss entfernen, nein. Also. Letzte Reihe. Ich würde sagen so, oder? Ah nein, warte mal. Ach Quatsch. Ach, jetzt schon wieder, ey. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da könnte das dann passen. Ach. Und dann das? Oder? Nee. Letzte Reihe, das würde das ja eigentlich passen. Aber das kann ich nicht entfernen, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Man könnte das nehmen und dann das. So. Zoe Nosek, Studentin, ist vor ungefähr einem Monat hat sie sich erfolglos auf eine Stelle als Platzanweiser im Kino der letzten Filmkiste beworben. Mhm. Deswegen. Das war also ihr. So, ihr Ding. Okay. Da müssen wir das SWAT jetzt eigentlich nicht hinbringen. Finde ich jetzt nicht. Auch nicht ein Mannschaftswagen. Das ist eine Studentin. Jack, einer unserer neuen Leute hat versucht, unsere Buchhalterin zu vergewaltigen. Wir haben ihn in ein Hotelzimmer eingesperrt, aber er droht, die ganze Organisation an die Polizei zu verraten. Ich denke, er sollte darüber mit einem Polizisten von Angesicht zu Angesicht reden. Nehmen wir ihn hier. Ich finde den ganz gut. Nein, da ist der Täter auch gefasst beim Einkaufsladen. Sehr schön. Jetzt kann ich ja hier zwei Polizisten hinschicken. So. Jack, heute haben wir um Stadtzentrum etwas bei 18:39 laufen. Wir wollen doch nicht, dass die Polizisten mal eine Party stören. Ich denke, 1000 sollten ausreichend. 18:39 Stadtzentrum. Muss ich mir merken. So, was haben wir hier? Da muss noch ein bisschen was reinkommen, ne? Pack da mal noch ein paar Detectives hinzu.
Angriff mit einer tödlichen Waffe, Parkplatz. Eine Frau berichtet, gesehen zu haben, wie ein Skinhead einen dunkelhäutigen Parkplatzhelfer angegriffen hat. Er soll ihm gegen die Beine getreten und geschrien haben, ich schlag dich tot, du Freak. Kein Scheiß, ich werde es tun. Sie glaubt, im Gürtel des Skinheads eine Waffe gesehen zu haben. Okay, das können die beiden erstmal alleine regeln. Brandstiftung, Täter gefasst, sehr schön. Alle Täter gefasst. Fall ist abgeschlossen. Stadtzentrum. Nicht drangehen. Sie benötigen Verstärkung wegen dem Skinhead. Okay. Stadtzentrum dürfen wir nicht. Versuchter Mord. Ui. Na, wir dürfen nicht. Wir müssen wegsehen. Danke, dass Sie unserer Bitte entsprochen haben. Hier die Summe. Versuchter Mord. Täter ist entkommen. Zivilisten getötet. Scheiße. Versuchter Raub. Der 8 Jahre alte Kevin ist allein zu Hause und versteckt sich unter dem Bett. Unbekannte haben sich vor der Eingangstür der Wohnung versammelt. Ach, das ist bestimmt nur was Kleines. Angriff tödlicher Waffe. Der Skinhead. Alles super gelaufen. Sehr schön. Gucken wir da noch mit dem kleinen Jungen. Es kann sein, dass da wahrscheinlich irgendwelche Leute einfach nur so stehen oder so. Oh. Doch ernster, als er dachte. Braucht Verstärkung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, man muss Kinder auch manchmal ernst nehmen, ne? Also, Ah, schön. Hat er gut gemacht, der Kleine. Ich kann die Augen kaum noch aufhalten, Taka. So. Wen habe ich denn für die nächste... Oh, da guck mal, da müssen wir mal ein paar wegziehen von. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und was habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5. Packe ich einen rüber. Oh. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've gotta respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time, I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians.
Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Und schon möchte jeder was von ihm. Ach. Tag 12, 26. Juli, Freitag. Gehen wir wirklich jetzt jeden Tag durch, also alle 180 Tage? Das wird echt hart. Jetzt habe ich die Zeitungsausschnitte gar nicht vorgelesen. My morning ritual was plagued by the smell of Vikas Varga's fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vikas was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. Und wer ist er? So who are you? Today, I'm your driver. Mm-hmm. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter?
As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby? Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child, took ever so long. But now I'm older. I have developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you. Oh, Jack, you truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the half million. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why, you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I have the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster, Boris Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow, Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now? I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack,
I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. War ein schönes Gespräch. Echt schönes Gespräch. Noch mehr? Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Oh. Das ist jetzt aber eine sehr harte Entscheidung. Christopher Sand helfen oder wir wie Chris Barger helfen? Ich bleib bei Sand. Oder Sand? Sand heißt der, oder? Tell him it's Boyd. Ich bin zu müde, ich kann... Ja, kannst du. Du hast es dir auch verdient. So, dann beginnen wir mal den Tag. Nein! Nein, 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 nein. Keine Musik. Keine Musik. So. Einkommen aus dem Grab. Sie haben das wöchentliche Gehalt ihres toten Angestellten erhalten. Boah, das ist so ekelhaft. Na, alles nehmen. 50% mit den Angestellten teilen. Ja, komm. Hier ist wöchentliches Gehalt. Morgens soweit lassen Sie ihn bis dahin nichts zustoßen. Und die rote Morgen läuft die Frist ab. Okay. Ermittlungen, da muss ich jetzt hier... Gab es denn da jetzt hier schon irgendwie was Neues? Pass, ich muss mal kurz einmal lesen hier. Yin Yang regelt die wichtigen Geschäfte immer persönlich. Der chinesische Geschäftsmann Bo Husu kam letzte Woche heimlich in Freeburg an. Er ist davon überzeugt, dass die Halskette im 17. Jahrhundert in seiner Familie gestohlen wurde. Yin Yang gibt in der Regel vor, ein normaler Restaurantgast zu sein, sagt vorab dem Käufer an, welchen Tisch er zu finden ist. Er zieht es vor, ohne Fahrer oder Leibwächter zu reisen, um nicht viel Aufmerksamkeit zu sich zu regeln. Bezahlung besteht darauf, den vollen Preis vorab zu behalten und arbeitet nie mit Bargeld. Nee. Ich kann auch nicht. Es ist noch nichts. Oh nein! Ach nein! Ach scheiße. Ach, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte die rote Gang ja eigentlich zerschlagen. Jetzt habe ich den einen festgenommen. Und dadurch ist der Auftrag mit der Gang verloren gegangen. Ich dachte, das wäre wie bei dem einen, weil der eine, der mich ja auch zu dem anderen geführt hat, von der roten Gang, den konnte ich ja danach auch festnehmen.
Also zwischen der. Und das ist nicht weggegangen. Ach, scheiße, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Na gut, ich muss jetzt aber eh Schluss machen und sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal.